Australien brennt. Seit Monaten wütet dort eine Feuergewalt, die alles niederbrennt, was sich ihr in den Weg stellt. Und du bist sicher nicht allein mit der Frage, warum ereignen sich eigentlich immer wieder solche Naturkatastrophen? Ist es eine Laune der Natur, die wir einfach so hinnehmen müssen, oder liegt dahinter vielleicht ein tieferer Sinn begründet? Und genau diese Frage habe ich heute an die geistige Welt gestellt, an Solia. Und ich kann dir jetzt schon verraten, ja, diese Naturkatastrophe hat eine sehr, sehr große Bedeutung und einen sehr tiefen liegenden Sinn. Es geht dabei ums Ausgebranntsein, es geht dabei ums Thema Schuld und Schmerz und es geht auch um das Thema Erneuerung. Und wenn du jetzt denkst, Australien ist so viele tausend Kilometer von mir entfernt, das hat sicher nichts mit mir zu tun, dann irrst du dich, denn die Natur in Australien ist keine andere Natur als deine eigene Natur. Und wenn du beginnst, deine eigenen Brände zu erkennen und deine eigenen Brände auch zu löschen, dann gehen auch die Feuer in Australien zurück. Deswegen ist es so unglaublich wichtig zu wissen, um was es geht. Ich wünsche dir also eine gute Erkenntnis mit dem heutigen Solia Channeling. Nach einem kurzen Einspieler geht's los. Mein Wunsch ist es, euch zu vermitteln, welche Zusammenhänge dieses Schauspiel haben kann. Vollkommen erklärbar ist nichts im Universum. Keine Instanz unserer Welt kann alles erklären. Wir tun unser Bestes, um verständlich zu machen, was verstanden werden kann. Die Lage in Australien ist ein ernstzunehmendes Szenario. Im Kern sind viele Elemente zu sehen, die im großen Zusammenhang betrachtet werden müssen. Ein Schlüsselglied ist das Verlieren einer Identität. Verbrennen der alten Haut, damit sich Neues bilden kann. Ein schmerzhafter Prozess, der euch allen bevorsteht. Eingeläutet durch Ereignisse dieses Ausmaßes, könnt ihr euch einschwingen in den Prozess, der euch bevorsteht. Im Kern seid ihr verbunden. Die Einheit ist unleugbar. Im Feuer werdet ihr euch neu ausrichten. Im Feuer ist der Sinn der Schöpfung erkennbar. Im Brennen fühlt ihr den Schmerz, der euch verkohlt. Immer wenn ihr Zeuge werdet und zusehen müsst, wie Dinge geschehen, könnt ihr nicht glauben,
dass derartige Dinge passieren. Versucht diese Ereignisse im Herz zu verdauen. Eure Köpfe sind nicht dafür geschaffen, die Komplexität der Ereignisse im Kern verstehen zu können. Ein tieferer Blick ist notwendig, um zum Kern vorzustoßen. Gebt euch die Möglichkeit, ins Herz zu gehen. Verbindet euch mit dem, was passiert. Verbindet euch mit dem, was euch zur Verfügung steht. Im Verbund könnt ihr erkennen, welche Hebel ihr in Bewegung setzen möchtet. Verantwortung ist ein großes Wort, das ihr gerne mit Schuld in Verbindung bringt. Im Schuldhaften verrennt ihr euch. Schuld zu sein ist die größte Sorge, die ihr habt. Sie steht über allem, thront wie ein Kaiser über dem Reich. Schuldgefühle treiben euch in die Enge und lassen euch erstarren. Trockenheit. Trocken. Ihr seid trocken geworden. Ausgedörrt und leer. Vertrocknet. Ausgebrannt. Verloren gegangen ist euch das Leben, das euch nährt von innen. Ausgehöhlt wie das Gras der Prärie. Die Hüllen, die euch geblieben sind, fegt der Wind davon. Im Feuer verbrennt das, was euch nicht dienlich ist. Vertraut dem, was geschieht, denn eure Natur ist nicht aufzuhalten. Ihr seid, wie ihr seid, und das Leben ist die Konsequenz dieses Seins. Eine Auseinanderdividierung ist nicht möglich. Wie das eine, so das andere. Um herauszufinden, wo ihr versteckt seid im großen Ganzen, führt kein Weg vorbei an euch selbst. Ihr seid Schöpfer.
erschafft die Realität, die ihr seht. Euer Werk, ein Werk des Teufels. Teufelswerk. Im Teufel erkennt ihr das, was ihr nicht mögt. Der Teufel ist euch ein Greuel. Ihr wollt ihn nicht haben. Er brennt in euch, aber ihr wollt euch nicht eingestehen, dass es ihn gibt. Euer innerer Teufel lässt euch Dinge tun, die ihr nicht tun möchtet. Er macht euch die Hölle heiß, verbrennt euch, raubt Energie, verteufelt den eigenen Teufel nicht. Er ist heilsam. Ein Helfer des Lichts. Licht kann man in Feuer verwandeln, wenn eine Lupe zur Hilfe genommen wird. Die Lupe verzerrt das Licht und projiziert ein verzerrtes Bild auf das, was hinter ihr liegt. Dieses Feuer ist also das Resultat einer verzerrten Wirklichkeit. Nehmt sie unter die Lupe und betrachtet sie genau. Im Augenblick könnt ihr wenig tun. Eure Brände werden brennen, doch sie entfachen in euch ein Feuer, das euch anhält, in Bewegung zu kommen. Innere Bewegung. Das Verbrennen ist schwer mit anzusehen. Und doch könnt ihr nichts anderes tun, als zuzusehen. Ihr könnt euch vereinen, um gemeinsam im Schmerz zu sein. Schmerz fühlen und zulassen. Im Zulassen verbrennt er. Brennt innerlich und die Brände werden zurückgehen. Im Äußeren seid ihr verbunden mit dem Inneren. Eins bedingt das andere. Ihr seid mittendrin, im Zentrum.
Eure Erde ist ein Spiegelbild eurer Seele. Erholt euch vom Schmerz und die Erde folgt. Im Schmerz liegt Wahrheit. Die Wahrheit, die ihr sucht. Der Schmerz ist der Wegbegleiter des Lichts. Licht und Schatten. Wasser und Feuer. Im Feuer erkennt ihr Wahrheit. Macht euch auf die Suche und geht weiter. Das Leben ist ein Spiel. Spielt mit und gewinnt Einsicht. Die eine Sicht. Die Sicht aufs Eine. Aufs Wahre. Aufs Leben. Wir sind bei euch für alle Zeit und grüßen aus der Ewigkeit. Musik.